Wie manipuliert man Menschen in ihrem Denken, Fühlen und Tun so perfide, dass sich Hass, Ausgrenzung und Gewalt breit machen und gleichzeitig auch noch Verehrung und Bewunderung eines Diktators? Antworten auf diese Frage findet man auch heute in verschiedenen Autokratien weltweit. Vor über 90 Jahren aber perfektionierte ein Mann die Kunst der Propaganda, wie er sie nannte, so sehr, dass sie zum größten Verbrechen der Menschheit führte, der Ermordung von 6 Millionen Jüdinnen und Juden und zum Vernichtungskrieg der Nationalsozialisten. Führer und Verführer heißt der Film, den Klaus Lesche jetzt vorstellt. März 1938. Nachdem er Österreich dem Deutschen Reich einverleibt hat, kehrt Adolf Hitler nach Berlin zurück. Es ist ein Triumphzug, ein choreografierter Triumphzug. Wann und wo das kleine Mädchen seine Blumen an Hitler übergibt, das hat Joseph Goebbels en Detail festgelegt. Der Propagandaminister fühlt sich als Künstler. Propaganda ist eine Kunst wie die Malerei. Nicht das Bild ist von größtem Wert, das der Wirklichkeit am nächsten kommt. Nein, es ist jenes, das die größten Empfindungen auslöst. Goebbels hat den Führermythos, wie wir ihn kennen, weitgehend geschaffen. Es gab natürlich eine Zeit, in der Goebbels Hitler noch gar nicht gekannt hat. Aber mit Zunahme des Krieges war immer mehr klar, dass Goebbels die Propaganda steuert und auch das Hitlerbild schafft. Beim Münchner Filmfest hat Führer und Verführer am Abend Premiere. Regisseur Joachim Lang geht es nicht nur um Ereignisse, die 80, 90 Jahre zurückliegen. Ihm geht es um die Gegenwart. Ich versuche, die Mechanismen, die Goebbels entwickelt hat, um das Volk anzulügen, offenzulegen. Wir schauen ihm beim Lügen über die Schulter. Es ist ein Film gegen Verführung. Und meine große Hoffnung ist, wenn man diese Methoden verstanden hat, ist man auch kritischer gegen heutige Fälschungen. Goebbels hat Presse und Radio gleichgeschaltet. Täglich gibt er Anweisungen, worüber sie wie zu berichten haben und worüber nicht. Mobilisiert wird für den totalen Krieg, gehetzt wird vorwiegend gegen Juden. Auch das Kino spannt Goebbels ein, etwa mit dem Spielfilm Jud Süß. Zu Hunderten ziehen die Juden in die Stadt. Die Bevölkerung ist in hellem Aufruhr. Wie die Heuschrecken kommen sie über unser Land. Unsere Botschaft ist im Spielfilm versteckt. Wesentlich wirkungsvoll. Geschickt montiert Führer und Verführer, alte Wochenschaubilder mit Spielszenen in nüchterner Fernsehfilmästhetik. Vieles basiert auf Goebbels Tagebüchern. Lang zeigt die Perspektive der Täter. Es gibt Erhellendes über perfide Tricks der Propaganda, aber auch Bunkerbanalitäten aus den letzten Tagen der Nazi-Herrschaft. Der Führer sieht schlecht aus. Die Lage ist katastrophal. Da hilft auch keine Propaganda mehr. Lang verzichtet weitgehend auf Klischees wie einen hysterischen Hitler oder einen geifernden Goebbels. Den Tätern will er auf keinen Fall das Feld überlassen. Auch Holocaust-Überlebende erzählen ihre Geschichte. Und die mittlerweile 102-jährige Margot Friedländer hat das letzte Wort. Menschen haben Menschen zu respektieren. Wir sind alle gleich. Seid Menschen. Das ist das Wichtigste. Heute war Premiere und in einer Woche kommt der Film Führer und Verführer regulär in die Kinos.